Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS17 auf der Hermanns Egg Version 2. Und ja, ich wollte eigentlich hier gerade ansehen, aber irgendwie ist der Trecker abgedriftet. Nochmal auf ein neues. Ich glaube, ich muss die Trecker wechseln. Ja. Er ist eindeutig zu schwach für das Ganze hier. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Okay, gut. Nützt nichts. Nützt nichts. Ja gut, das eine Feld wird noch gegrubbert. Hat der Frontlader? Ja, dann hat er so lange Frontlader. Solange wie das andere Feld gegrubbert wird, tun wir schon mal ein bisschen die Schweine und so beladen. Oder eher gesagt die Kühe. Die brauchen nur Gras und Wasser. Und deswegen kaufen wir uns auch erstmal ein Wasserfässchen. Da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht so viel Auswahl haben. Gar nichts. Das ist doof. Oder ich nehme erstmal das Universaltransportfass hier. Für 5000. Ja, das muss erstmal reichen. Jetzt kaufen wir uns in Grün. 2000. So viele Schafe habe ich jetzt. Okay, 6 steckt im Verkehr fest. Oh lol, wegen mir. Entschuldigung. So. Gut, dann fahren wir jetzt mal eben schnell zum Händler. Der liegt nämlich hinter uns. So. Und dann werden wir da mal eben Wasser reinfüllen. Die Schweine mit Wasser und die Kühe mit Wasser versorgen und damit Frontlader. Oh, warte, nee, Entschuldigung. Jetzt mache ich wieder Fehler, Denkfehler, Denkfehler. Ich hole mir eben einen Frontlader und hole mir eine Ballengabel noch dazu. So, ich habe mich mal ein bisschen kleiner gemacht, weil sich viele Leute gewünscht haben, meine Facecam ein bisschen kleiner zu machen. Ich hoffe, es ist angenehm für euch. Wenn nicht, schreibt es mal in die Kommentare. Ne? Vielleicht habt ihr noch andere Vorschläge. Jetzt immer noch mal eine andere Frage, meine lieben Freunde. Bei mir, ich habe einen Discord-Server. Der ist unten in der Videobeschreibung. Ich weiß nicht, ob der Link gerade aktuell ist. Sollte es nicht sein, schreibt es auch mal eben in die Kommentare, dann schicke ich euch dort. Ich habe ja mal gesagt, ich würde ganz gerne ein paar Leute einladen. Und ja, ich würde ganz gerne ein paar Leute aus der Community hierzu auf den Server einladen. Und dafür brauche ich halt Adressen von euch. Ne? Und deswegen... Ah, scheiße, wo mache ich denn jetzt? Kommt auf meinen Discord-Server. Dort ist ein Bereich LS. Und ja, schreibt doch da mal rein, ob ihr Bock habt und so. Dann kann ich mich auch mit euch in Kontakt treten und wir können einen Termin ausmachen zum Aufnehmen. Und ja, deswegen einfach mal in die Kommentare rein, meine lieben Freunde. Kommt auf den Discord-Server, lasst uns quatschen, lasst uns alles planen und das dann fertig machen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Bock. Würde mich zumindest freuen. Kriegt ihr von mir die Mods? Ich habe hier keine personalisierten Mods drauf oder so. Dann machen wir das Feste und dann nehmen wir hier mal ein, zwei Völkchen zusammen auf. Also kein dauerhaftes Projekt, ich sage es nochmal. Nur so für 2, 3 Folgen. Oder eine Folge, 2 Folgen. Dann können wir da was machen. Wenn ihr Bock habt. So. Das ist erstmal das. Jetzt holen wir uns erstmal unser kleines Wasserfass. Und unsere Gabel, die wir noch kaufen müssen. Da haben wir es ja. Ich denke, das kleine Universalfass müsste auch erstmal reichen, oder? Also... Kaufen wir uns hier den Bandspieß. Da steht sie. Ich denke, das reicht vollkommen aus. Erstmal. Wir haben nicht so viel Geld. Da müssen wir halt mal ein bisschen... ein bisschen... organisatorisch eben Thumbnail machen. Entschuldigung, meine lieben Freunde. So. Das war's auch schon. Und weiter geht's. So. Da, 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 da. Ich muss auch Stop Milk
Sale draufpacken. Auf den Discord-Server, meine lieben Freunde, wenn ihr da seid, da gibt es auch eine Rubrik LS17 Mods und sowas. Ballert da mal alles rein. Das würde mich nämlich freuen, wenn ihr da noch schöne Mods habt und sowas. Der Kobold hier schön das Feld, danach nehmen wir uns den T6. T5, ich weiß nicht, warum der zu schwach ist für die Dingen. Das hat jetzt keiner gesehen, ne? So. Muss ich mal eben schauen. Wir fangen mal direkt erstmal an mit Wasser, dann kann das nämlich weg. Jetzt muss ich aber gucken, wo habe ich denn hier einen Wassertrigger? Wird das vielleicht auf der Karte angezeigt? Tut nichts. Jetzt geht die Suche rein am Wassertrigger los, oder was? Eigentlich nicht. Muss doch hier irgendwas am Hof haben. Ob ich hier wohl Wasser tanken kann? Müssen wir halt mal probieren, ne? Oder hier vielleicht. Schauen wir gleich mal eben. Hier schon mal nicht. Ja, aber. Da wird mir natürlich Geld für abgezogen. Kann man nichts machen. Wasser brauchen wir halt. Ach ja, früher war Wasser umsonst, Leute. Heute muss man dafür blechen. Mit den Kühen an, weil die werden uns zuerst viel Geld geben wegen ihrem Milch. Wasser wird hier nicht angenommen? Hey, was mache ich denn schon wieder? Schauen wir da vorne mal bei denen. So. Hier geht aber gut einiges am Wasser rein, du. Hätte ich nie mit gerechnet. So, Wasser ist schon mal gut was drin. Schauen wir nochmal eben hier. Kühe. Da. 25 Kühe habe ich. 20 Schweine. Okay, dann werden wir jetzt erstmal hier alles reinkippen. Wasser ist voll, 2000. Kippen wir nachher nochmal was rein. Jetzt werden wir erstmal das Fass zur Seite stellen. Das ist ja nur ein Gülle, ne? Ja. So, das stellen wir hier vorne erstmal in die Halle. Dann machen wir uns hinten das Gewicht dran. Dann fangen wir an, die... Sündisch! So. Zack, hier ab. Warum koppelt ihr das nicht ab?
Keine Ahnung, um das jetzt geht. So. Das war ein kleiner Leck. Komm schon. Ich muss schon sagen, was fahre ich mir denn hier wieder zusammen? Nein. Jetzt bin ich überfragt, Leute. Jetzt brauche ich mal eure Hilfe. Wo schmeiße ich denn das Stroh hier hin? Jetzt bin ich aber echt im...
sehr merkwürdig. Ja, aber gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, schreibt mal in die Kommentare, wo ich damit das Stroh hin muss hier bei den Kühen. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.